übergibt seinen Wagen an Nuvolari, der mit gespannten Kräften auf den Einsatz wartet. Siemens fährt um die Brandstelle herum, wieder im Trenn. Die Ereignisse und Zwischenfälle jagen einander in der letzten Runde. Räumer, der gut gefahren ist, muss aufgeben. Der an dritter Stelle lag, mit der Schiene entlang, muss kurz vor Schluss noch einmal halten. Hans Stuck ist jetzt an dritter Stelle. Riemen, der junge Engländer, siegt in einem dramatischen Rennen. Es ist sein erster großer Erfolg auf Mercedes-Benz. Hermann Lang, der Tripoli-Sieger, ist Zweiter. Hans Stuck hat den Auto-Union-Wagen auf einen ehrenvollen dritten Platz gebracht.